Herzlich willkommen zu unserer kleinen Zeitreise. Sie führt uns durch Deutschland und in die Jahre 1962 und 63. Die Spiegel-Affäre stürzte die Bundesregierung in eine heftige Krise. Das ZDF nahm den Sendebetrieb auf und Fußballmeister wurde der 1. FC Köln. Die Nahverkehrsbetriebe hatten damals ein Problem. Im Berufsverkehr drängten massenhaft Fahrgäste in Busse oder Bahnen. Die Menschen blockierten sich gegenseitig. Der Fahrgastfluss musste dringend verbessert werden. Wie große Städte die Passagiere lenkten, dokumentiert dieser Film. Dadurch sehen wir einzigartige Bilder einer vergangenen Epoche. Unsere erste Station ist München. Dort hatten die Triebwagen vom Typ M die Hauptlast zu tragen. Sie wurden in den 50er Jahren in großer Stückzahl von der ortsansässigen Waggonfabrik Rathgeber gebaut. Sie waren 13,25 Meter lang und 2,24 Meter breit. Bei diesen Großraumwagen war das Fahrgestell bemerkenswert. Es hatte ein dreiachsiges Lenkfahrwerk vom Typ Westwaggon. Der Wagenaufbau basiert noch auf der Vorkriegsentwicklung namens ETRM. Der TW 102 war mit dem 101 der erste Doppelgelenktriebwagen der MVG. Ein geplanter Weiterbau wurde aber nie realisiert. Mit diesen Prototypen wollte man die Anhänger und die Doppeltraktion und damit auch Schaffner einsparen. Der TW 784 gehört ebenfalls zur bereits erwähnten Serie M. Insgesamt wurden von diesem Typ 286 Trieb- und 246 Beiwagen bestellt. Das war der größte Auftrag für einen einzelnen Verkehrsbetrieb in Deutschland. Und mit diesem schönen KSW-Zug verlassen wir München. Die nächste Station ist Stuttgart. Hier am Hauptbahnhof war damals ein echter Knotenpunkt im Netz der SSB. Die Bahnen fuhren auf Meterspur. SSB steht für Stuttgarter Straßenbahn AG. Sie wurde 1868 gegründet. Rechts im Bild ist ein neuer GT4-Zug zu sehen, links ein T2-Zug. Die Typenvielfalt war damals in Stuttgart noch sehr groß. Eine Frankfurter Besonderheit waren die großen Rückfahrscheinwerfer. Ins Auge stechen auch die teilweise runden Linienschilder. Die GT6D Serie L waren zu dieser Zeit relativ neu bei der VGF. Unsere nächste Station ist Bochum. Hier fährt seit 1894 eine Straßenbahn. Seit 1896 existiert sie unter der Bezeichnung Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG, kurz Bogestra. Die Hauptlast des Betriebes leisteten die Lenktriebwagen. Sie liefen ab 1961 bei der Bogestra. Meist waren sie umgebaute Großraumwagen. Zur Hauptverkehrszeit hängte das Unternehmen KSW-Beiwagen an die GT6-Triebwagen.
Das ist einer der berühmten Stahlwagen der Östra. 50 Exemplare dieser Längssitzer erwarb man zwischen 1928 und 1930. Ein Teil der Großraumwagen wurde noch für den U-Bahn-Einsatz umgerüstet. Hier sehen wir eine Versuchslackierung, die aber das Management nicht überzeugte. Hamburg ist die letzte Station auf unserer Reise durch Deutschland im Jahr 1962-63. Diese Stadt hätte ein Vorbild werden können für den Nahverkehr in Deutschland. 18 Linien bedienten ein 200 Kilometer langes Netz. Circa 250 Millionen Fahrgäste pro Jahr sorgten für gesicherte Einnahmen. Die Millionenstadt hatte auch einen der ältesten Straßenbahnbetriebe in Deutschland. Seit 1866 rollten hier Bahnen. Rund 30 Jahre später wurden sie elektrisch betrieben. Das sind fast zeitlos schöne Fahrzeuge. Die Großraumwagen namens V6 und V7 stammten vom örtlichen Betrieb Falkenried oder aus Salzgitter von LHB. Sie waren die Hauptstütze der Hamburger Hochbahnaktiengesellschaft, kurz HHA. Dieses Schild gibt der Straßenbahn zwar die Durchfahrt frei, aber politisch zeigte man andere Signale. Ab 1958 wurde der Straßenbahnbetrieb stark reduziert. Man wollte ihn ganz abschaffen. Die Triebwagen der Serie V6 und V7 waren optisch schwer zu unterscheiden. Es gab aber ein wichtiges Detail. Die V6 hatten meistens Schiebe, die V7 Klapptüren.